Hallöchen, liebe Wimmelbit-Freunde und willkommen zurück zu Cadenza 3 Nächte in Havanna. Und wir sind jetzt vor dem Fort, wo angeblich unser Bruder festgehalten wird. Und das heißt, wir müssen ja auch irgendwie da reinkommen. Weil hier ist das leider verschlossen. Wir haben jetzt auch nicht den Schlüssel dafür. Wir können auch jetzt nicht hier die Spitzhacke nutzen. Vielleicht kann ich mit dem professorischen Kerzenleuchter hier... auch das Schiff hier anlocken. Aber was ich sonst hier noch machen kann... das ist jetzt wahrscheinlich für die Spitzhacke genau. Wahrscheinlich das Seil, oder? Und damit kann ich das Schloss jetzt hier aufschlagen. Der hat einen kräftigen Schlag drauf, der Kerl. Okay. Hello? Are you okay? Yes. Where are you? He got me. I'm tied up with your brother. Ja. I think we're in the upper... Ja. Wenn der Gitarrist geschnappt wurde, dann kann sie aber auch nicht mehr funken, weil sie dann gefesselt wäre. So eine Lügenprinzessin, hey. Sorry, wenn ich mag die Frau nicht mehr. Am Anfang ja, jetzt eher weniger. Vor allem, er schubst uns hier rein und versichert sich nicht mal, ob wir wirklich tot sind. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Wahrscheinlich kommt da die Leiter hin. Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt ganz nah hingehen. Da haben wir noch eine Fackel. Da fackeln wir nicht lange. Wahrscheinlich kann ich sie hier anzünden. Oder ich muss das Petroleum rein... Lampenöl hier reingeben. Und dann kann ich hier die Fackel anzünden. Okay. Jetzt gibt es zwei Wege. Ich gehe erstmal dahin. Hier fehlt anscheinend noch was. Zum Dach. Und hier ist eine kaputte Lanze. Die Stangen sind zu schwer. Ich kann sie nicht bewegen. Und mit der Stange wahrscheinlich, mit der hellen Bade wahrscheinlich auch nicht. Sonst gäbe es ja dieses Zahnrad-Symbol. Und hier brauchen wir anscheinend noch ein paar hölzerne Zahnräder, nenne ich es jetzt mal. Und ein Gurt dafür. Ja, ich hab doch eine Fackel. So, und da habe ich mir schon ein bisschen Abhilfe geschafft. Wir brauchen ja als erstes mal den Schlüssel. Wie gesagt, es ist viel, viel angenehmer für euch und für mich, wenn es sich die Möglichkeit bietet, dass ich eine Komplettlösung finde von einem Wimmelbildspiel, das ich Let's Play für euch. Und wenn es nicht der Fall ist, dann müssen wir halt schauen, dass wir es selbst zurechtfinden. Und dann müssen wir halt wieder auf die alte Holy Wimmelbild-Regel zurückgreifen. Wenn Wimmelbild-Rätsel zu lange dauert oder ich es nicht verstehe, dann überspringe ich es halt. Mein Gott, dann ist das halt mal so.
Ja, erstmal zurückgehen. Oh, Schlange. Sonst hab ich hier gerade nichts. Hier ist ein Schloss. Kann ich jetzt aber auch gerade nichts viel machen. Okay, erstmal sie beruhigen hier. Cass, what are you doing here? I came after you to help, but you wound up saving me instead. How did you arrive here? Is there an entrance from sea? Is the man who pushed you still here? I got him like a fish. He is, and he's holding two persons hostage. I need to reach and stop him before it's too late. Cass, I can't let you get into more danger. Please just get the police. Oh, I hate to leave you alone. At least take this amulet for protection. Good luck. Okay, das Amulett kann man, mit dem kann man noch nichts wirklich anfangen. Jetzt müssen wir jetzt 6 Zahnräder finden. Und jetzt? Achso, eins fehlt noch. Ach, da oben glitzert was. So, da können wir jetzt aber gerade noch nichts machen weiter. Wir gehen nochmal zurück und setzen das hier ein. Wahrscheinlich ist die Kette dafür da, dass man die miteinander verbindet, die Zahnräder. Ja, nee, bleib doch mal da. Das ist, diese Hitpoints sind so. Ah, lass mich raten, ich muss das so machen. Na komm, lass mich drüber. Na komm. Okay, das ist ein bisschen gemein. Ich kann ja da nichts machen. Oder wartet mal. Ah, das war das Rätselslösung. Hier ist nichts, aber Ernesto und Luisa müssen hier irgendwo sein. Weil ich habe mir das erstmal so gedacht, weil das ja oben bleibt, hätte ich mir gedacht, dass ich die Bade da so einstecke, damit die Gitter nicht mehr runter können. Aber. Da unten ist wer. Ich muss sehen, wer da sich, was da vor sich geht. Kann ich die Kette da nutzen? Aber mehr kann ich da gerade noch nicht machen. Ja, der Schlüssel ist wahrscheinlich. Für das hier. Und wahrscheinlich gibt er jetzt ein Bimmelbild frei, würde ich jetzt vermuten. Sag ich doch. Okay, Schlüssel. So, da ist der Schlüssel. Dann brauchen wir die Flasche, die ist hier. Fischgräten oder Gräte. Muss ich jetzt gucken, vielleicht seht ihr die jetzt schon eher als ich. Ach, die ist dahinter, okay. Dann eine Motte, die ist hier. Eine Eidechse. Die hatte ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Die ist hier. Dann eine Säge, die ist ganz hier. Ganz mies versteckt, wollte ich schon sagen. Kelch. Dann brauchen wir eine Schere. Granatapfel, der ist da oben.
Eine Krabbe. Ein Tintenfisch. Und Nägel. Glas. Was? Glasscheibe. Jetzt muss ich nur die Glasscheibe finden. Ach. So, mit der Glasscheibe kann ich wahrscheinlich unten nach unten linsen und schauen, was da abgeht. Ich vermute ja immer noch, dass dieser Gitarrist mit dem Hut im Gesicht die Lucia ist. Und die Tochter von Raoul ist. Da ist er, Nestor. Er ist direkt unter mir, aber ich kann nicht ihn durchzwingen. Ah, er ist weg. Das ist meine Chance. Ja, Chance oder nicht Chance, das ist hier die Frage. What are you doing here? Ernesto, Raul's back from the dead. He killed Bronco. I have to stop him. Raul killed Bronco? All because of that necklace. Don't worry. I'm here to help. I just have to get you down from there. Meine Truppe, warum ist sie hier? Okay, da fehlt eine Note. Und da haben wir wieder ein Rätsel. Und nee, wieder finde Paare. Mag ich eigentlich nicht so wirklich. Ist nicht böse, weil es ist wirklich schön und so. Aber auf Dauer, naja. Kann ich die Schallplatte auch nutzen? Ja, die Schallplatte kann ich auch nutzen. Brauche ich eine andere Schallplatte oder einen Plattenspieler dazu? Eine Tasche? Ne, die Tasche nicht. Ein Hut? Hut und Hut. Okay. Wahrscheinlich jetzt Handschuh und Handschuh, oder? Ne, doch nicht. Magnet und Magnet? Ne. Schlüssel? Alter, was muss man denn drauf kommen, was man anklicken soll und was nicht? Okay, das und das. Ich habe keine Ahnung, was ich anklicken soll. Brille? Nö. Kanne? Nö. Tonbandgerät? Nö. Uhr? Nö. Messer und Messer wahrscheinlich, oder? Jetzt muss ich nur das andere Messer oder das Skyrim-Schwert da finden. Note. Ja, nee, ist klar. Ich brauche mal einen kleinen Tipp. Ich nutze das jetzt einfach mal. Wenn das die Gitarre von denen ist. Nein, leider nicht. Thank you, brother. But now we have to run. He'll be here any moment now. It's time for you to pay. Ich hab's doch gewusst. My father, Raoul, always taught me to be patient. He was a wonderful man. And your brother killed him. No. Ernesto had nothing to do with this. Take the necklace. Oh, I'll take the necklace. But first, I'll avenge my father. I had to change my plans when you showed up. But you got me the necklace. Time to die, Ernesto. Ah, ich,
Alter. Oh, ich kann leider nicht erklären, Freunde. Ich überspringe das, Freunde. Havana Police Department. Everybody freeze. Ja. Are you okay? I'm glad we're not too late. It's all over. Lucia wanted to avenge her father, but she went too far. It appears that you were telling the truth all along. I'm sorry, I didn't believe you. Well, I don't blame you. I never thought that I'd get caught up in something like this. When the trial ended, Lucia was sent to prison. She was fueled by anger, but her destructive path has come to an end. Ernesto recovered, but decided to have a quiet life in the countryside. He's still haunted by what happened. I hope he can learn to forgive himself. And me? I took over the Diamond Nightclub, and it's doing great. Of course, I didn't do it alone. Cass was here for me. She's the real diamond in my life. Und das, meine Freunde, danke, dass du unser Spiel gespielt hast. Sehr gerne Metal Games. Habe ich gerne gemacht. Cadenza, Nacht in Havana, der dritte Teil der Cadenza-Reihe. Und ich muss sagen, es war ein sehr schönes, klassisches Wimmelbild-Spiel. Die Rätsel waren sehr knackig, sehr herausfordernd. Bloß das letzte zwei waren echt ein bisschen too much für mich. Zu einem dieses Guitar Hero-Trompetenspiel. Und ja, das letzte mit diesen Frequenzen, das war ein bisschen, da hatte ich keine Geduld mehr. So, meine Freunde, jetzt sage ich euch schon mal, was als nächstes drankommen wird. Und noch eine Zusatzinformation gibt es heute in diesem Video, im Moment. Also das nächste, was ich für euch Let's Playen werde, ist Nevertales, der vergessene Held. Ich weiß nicht, welcher Teil das ist, das werde ich noch nachschauen. Und jetzt kommt es noch zu dieser anderen Information. Euch ist ja natürlich aufgefallen, dass ich hier auf dem Holly's Click Abenteuer Kanal sehr viele Video-Let's Plays vorproduziere. Das sind alles Einzelstücke und und ich werde das auch so weiterführen. Das sind alles Einzelstücke auf diesen hier. Ich zeig's euch mal. Vielleicht könnt ihr das vielleicht erkennen. Ich mach mal ganz kurz. Einen Moment, ich zeig's euch mal anders. Ich mach mal hier den Vlog-Raum kurz auf. Ja, ich habe wuschelige Haare. Aber damit ihr es auch besser sehen könnt. Hier, ich Let's Play das ganze Zeit jetzt hier von diesem Paket hier. Ja, das große Bimmelbild-Paket, wo 10 Spiele drauf sind. Und momentan, das war jetzt Cadenza, 3 Nächte in der Wanne. Wie gesagt, als nächstes kommt Nevertales, der vergessene Held. Und danach kommt noch nur noch ein einziges hier auf diesem Paket, nämlich Midnight Calling Annabelle. Und wenn das vorbei ist, werde ich für euch auf meinen Zweitkanal, auch wenn ich es schon auf dem Hauptkanal gemacht habe, nicht den Holy Diver 231 Kanal, werde ich für euch nochmal die komplette Crimtales Reihe machen. Ich habe Crimtales 1, die Braut bis Crimtales der Zeitreisende. Also da könnt ihr euch wahrscheinlich ungefähr ausmalen, wie viele Teile ich habe. Das sind nämlich eine Menge. Ich versuche das jetzt auch mal ganz kurz für euch zu zeigen, beziehungsweise ich werde das kurz mal hertun, die Liste, damit ich kein Dünnschiss labere. So. Die Liste ist natürlich lang von dem hier. Jetzt gibt es noch ein bisschen Smalltalk. Weil wir sind gerade bei 20 Minuten, da kann ich das noch mit einbauen hier.
So, war was denn? Ja, Grimtails. Also ich habe Grimtails 1 die Braut, Grimtails 2 das Vermächtnis, Grimtails 3 gefährliche Wünsche, Grimtails 4 die Steinkönigin, Grimtails 5 Bloody Mary, Grimtails 6 die Vergeltung, Grimtails 7 Farben des Grauens, Grimtails 8 zu Unrecht verdächtigt, Grimtails 9 Fäden des Schicksals, Grimtails 10 der Erbe, Grimtails 11 Crimson Hollow, Grimtails 12 Kravitch, Grimtails 13 die weiße Frau und dann habe ich noch Grimtails 14 der Zeitreisende. Worauf ich aber auch schon mein Auge geworfen habe, es gibt nicht ein so ein Mystery-Paket, wie ich es euch jetzt gezeigt habe, nochmal im Amazon zu kaufen. Und da ist schon Grimtails 15, 17 Morde dabei. Und es gibt jetzt schon, also noch, wahrscheinlich noch nicht bei uns in Deutschland, aber es gibt noch Grimtails 16, die Außenseiter. Grimtails 17, Besuch aus der Zukunft. Grimtails 18, die großzügige Gabe. Und dann noch, was jetzt derzeit erscheint, erst demnächst auf Deutsch ist hier in der Liste geschrieben: Grimtails 19, The Heritage. Was das auf Deutsch heißt, könnt ihr gern übersetzen. Einfach eingeben: Heritage. So. Und ich hoffe mal, dass jetzt das Intro schon durchgelaufen ist und ich. Ihr ja, hört, die Musik ist noch von Cadenza. So, jetzt ist es natürlich für den Hauptmenü, da hüpfen wir jetzt mal ganz kurz nochmal rüber. So, zu Cadenza, jetzt seht ihr gerade Black Screen, ist aber jetzt ist wieder was da. So, und das habe ich für euch vor zu Let's Play. Die Teil 1 bis Teil 14 von Grimtails. Und wenn ich natürlich auch noch Teil 15 bis 19 zusammenkriege, natürlich die auch. Und dann sage ich mal. Bis demnächst bei Midnight Calling. Nee, nicht Spaß, das war ja nicht Midnight Calling, sondern bis zu Never Tales, der vergessene Held. Tschüss.